Hallo meine lieben Freunde, ich bin mal wieder im Wald und das hat natürlich seinen Grund. Ich will euch Messer zeigen. Und zwar die Odenwolf, das Odenwolf Cultro. Ich habe gleich zwei davon. Und warum ich zwei verschiedene habe, das erkläre ich euch jetzt sofort. Das Odenwolf Cultro ist ein Klappmesser, das es schon ein bisschen länger gibt bei Odenwolf. Warum review ich es dann jetzt erst? Ja, es gibt nämlich ein Baukastensystem, aber dazu später mehr. Schauen wir uns den bösen Buben doch einfach mal ein bisschen genauer an. Das Odenwolf Cultro, hier seht ihr es natürlich nochmal in der Nahaufnahme, Leute. Die Klinge sind 9 cm. Der Griff sind 12 cm, das heißt, ihr habt hier schon wirklich echt gut was in der Hand. Ich habe recht große Hände, wie ihr ja wisst, aber sogar ich habe hier gut Platz. Also ich würde hier sogar noch einen Finger zusätzlich hinten drauf bringen. Es ist eine sehr, sehr bequeme Sache. Allgemein ist das Messer eigentlich kein Leichtgewicht, es ist schon ein richtiges Werkzeug. Also das muss man wirklich sagen, es ist auch nicht besonders, nicht leicht, es ist kein filigranes Everyday-Messer, das in der Hosentasche verschwindet und ihr nicht merkt, sondern es ist schon unter den Taschenmessern ein Arbeitstier. Hier haben wir das gleiche nochmal mit dem silbernen Finish. Ja, wodurch unterscheiden sich diese beiden Messer jetzt? Ihr seht es auch sofort. Hier, wir haben natürlich das verschiedene Finish. Hier haben wir so eine Art Stonewash Finish oben und hier unten das plane Plain Finish, Silber, einfach nur Silber. Ihr könnt auch verschiedene Griffschalen wählen. Und zwar, es gibt dieses Olivgrün, es gibt Schwarz und es gibt Orange, soweit ich weiß. Es gibt bestimmt noch mehr. Schaut euch einfach mal in diesem Baukastensystem um. Befestigt wird das Ganze mit einem Gürtelclip. Der ist auch schön lang, sprich, das verschwindet gut in der Hosentasche. Lanyard Hole hinten ist natürlich auch mit dabei für einen eventuellen Fangriemen, wodurch sie sich natürlich auch unterscheiden. Ihr seht es schon, es gibt es in dieser Form mit diesem klassischen Nagelhau hier oben drin oder mit diesem ganz, ganz breiten, langgezogenen Nagelhau. Beide Messer lassen sich aber, egal mit welchem Nagelhau, wirklich gut klappen. Das ist beides überhaupt kein Problem. Ich persönlich mag den langen Nagelhau ein klein bisschen lieber, weil ihr dann halt mehrere Griffstellen habt. Ihr könnt es hier rausklappen oder auch hier, vollkommen egal. Ja? Beide Messer sind absolut 42A-konform. Warum? Weil ich eben zwei Hände brauche. Sie verriegeln zwar mit diesem Liner-Lock, ja? Aber ich brauche eben zwei Hände, um sie auszuklappen. Ja? Die Messer sind auch wunderschön zentriert. Kann man hier ganz gut sehen. Das Messer ist richtig schön in der Mitte, wenn es eingeklappt ist. Das gleiche gilt hier für das Schwarze. Schönes Centering, kann man überhaupt nichts sagen. Wie gesagt, absolut 42A konforme Messer. Das mit dem breiten Nagelhau kann man zwar mit ein bisschen Mühe rausdrehen mit einer Hand, aber es geht schon wirklich mühsam. Ich denke nicht, dass das deshalb nicht mehr 42A konform ist. Natürlich, wenn ihr hier die Schraube lockern würdet, ja, dann wäre es natürlich draußen. Aber das wäre ja dann eine Manipulation am Gerät.
Dadurch würde es vielleicht nicht mehr 42a-konform sein, aber vom Werk her eben seid ihr rechtlich absolut auf der sicheren Seite. Das Jimping. Ihr wisst, ich bin kein Jimping-Fan. Es ist aber schon deutlich, dass das hier ein breites Jimping ist. Ja, also man sieht es hier, das ist nicht scharfkantig, sondern ein breites, auch nicht besonders tiefes Jimping. Das heißt, das ist angenehm, wirklich angenehm. Ich bin bei Jimpings wirklich so ein bisschen empfindlich, aber das hier stört mich wirklich überhaupt nicht. Und auch wie das Messer in der Hand liegt. Ich kann einfach nichts sagen. Es liegt gut in der Hand. Griff ist relativ groß. Ihr seht es hier. Das heißt sogar, die Leute mit richtig Bratzen dürften keine Probleme kriegen. Jimping stört nicht. Man kann auch hier vorne greifen zum filigranen Schnitzen. Ja. In der Hand liegt's Bombe. Jetzt gibt es natürlich ein paar Tests, die ich mit diesem Messer nicht machen werde. Es handelt sich um ein Klappmesser. Es ist zwar ein Biest von Klappmesser, es ist kein Leichtgewicht, es ist, man hat richtig was in der Hand, aber das mag ich ja, ihr wisst es ja eh. Auch bei Pfeifen stört es mich nicht, wenn ich ein bisschen was in der Hand habe. Und ja. Es gibt ein paar Tests, die ich jetzt damit nicht machen werde. Ich werde es nicht werfen, ich werde mit dem nicht hacken und ich werde mit dem auch nichts betonen. Warum nicht? Weil es ein Klappmesser ist. Und Klappmesser in einer Notsituation würde ich das machen, ja. Aber die Erschütterung durch das Draufschlagen beim Betoning oder durch das Steckenbleiben im Baum, ja, ist für Klappmesser, genau gesagt für dieses Gelenk hier, absolutes Gift, Freunde. Das ist nicht gut und es ist auch nicht aussagekräftig. Warum nicht? Ich kann auch sagen, ja, mein Gott, neulich bin ich doch wirklich mit meinem Smart durch die Wüste gefahren und dann gibt dieses Miststück wirklich den Geist auf und ich bin dann stecken geblieben. Ja, dann fahre ich mit dem Smart durch die Wüste, weißt du? Das ist das. Ja, da kaufen sie sich so ein feines, filigranes Mora-Schnitzmesser und hauen dann wie die Blöden drauf rum und dann bricht's und dann ist das Messer schuld. Nein. Meine alte Rede, Freunde, dafür sind die Messer nicht gemacht. Ja, es sind starke Schneidteufel in Schnitzmesserform. Ja, schauen wir doch mal, wie es abschneidet. So, schnitzen wir mal ein bisschen was. Ich schnitze hier jetzt mal mit dem hier, weil die dürften ja beim Schnitzen genau gleich performen. Ja, das hat jetzt mit dem Nagelhau nichts zu tun, wie ein Messer schnitzt. Ja, also 3-4 Schnitzer. Ja, geht wunderbar. Das, seht, wie es gut beißt. Beißt echt gut. Zack, fette Späne fliegen weg. Geht wunderbar. Ich mache jetzt hier nochmal so ein bisschen so einen, ja, das blanke Holz, damit ihr es hier nochmal richtig seht. Ja, da war einfach mal der halbe Stock weg auf einmal. Feines Schnitzen natürlich auch überhaupt kein Problem. Zum Beispiel für eine Falle oder so ein Knot auch überhaupt kein Problem. Schauen wir uns noch die Featherstiks an. Da hole ich euch ein bisschen näher ran, wenn wir schon die Kamera haben.
Das ist genau das Zeug, was dann Feuer fängt. Wenn man den Feuerstahl damit bedienen kann, und das werden wir natürlich auch jetzt testen, ist der Klingenrücken sozusagen scharf genug? Ist er, läuft. Und wieder, das Stonewash Finish ist halt sehr dankbar, was so Flecken und sowas angeht. Einfach kurz drüber wischen. Die Klinge hat überhaupt kein Spiel. Sehr, sehr geiles Messer. Die Klinge geht ein bisschen bei dem jetzt, bei dem silbernen nicht, geht ein bisschen störrisch zu. Aber da werde ich minimal hier die Schraube lockern. Minimal. Und dann geht es ganz. Ja, obwohl. Es geht gut. Es geht eigentlich gut. Ja, das Design, wie gesagt, könnt ihr vollkommen verändern. Es ist wieder dieser Baukasten, dieses Baukastensystem. Es gibt verschiedene Farben, es gibt verschiedene Klingenfinishes. Es gibt auch Mattschwarz und Silber. Also ihr habt da wirklich verschiedene Möglichkeiten, Freunde. Wie transportiert ihr denn jetzt das Ganze? Ich zeig's euch. Bei dem Transport habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, auch das kann natürlich gewählt werden in dem Baukastensystem. Der Link zum Baukastensystem ist natürlich in der Beschreibung, by the way, ein Affiliate-Link. Und mit dem Code PIPER10, ihr wisst's ja, kriegt ihr bei Odenwolf 10% Rabatt auf den Bums. So. Es gibt eine klassische Ledertasche. Sieht so aus, hat bestimmt jeder von euch schon mal gesehen. Absolut solide verarbeitet, kann man überhaupt nichts sagen. Der böse Bube kommt rein in die Tasche und dann geht das Ding zu. Man sieht aber ein bisschen, dass es sich hier so durchwölbt hier oben, sprich es sitzt wirklich stramm. Stört aber nicht, finde ich. Es ist eine wirklich breite Gürtelschlaufe. Das bedeutet, wenn ihr jetzt ein Cobra Belt haben solltet oder irgendwas dergleichen, auch das wird kein Problem sein. Was könnt ihr noch machen? Und zwar gibt es taktische Scheiden mit hinten einem Taglock dran. Und es geht ganz easy, indem ihr einfach das Messer hier rein snappt und dann könnt ihr das aufrecht, abwärts oder quer am Gürtel tragen oder am Rucksackgurt, ja, oder so. Ja. All das kein Problem. Taktische Scheide, rein damit, fällt auch nicht raus, sitzt bombenfest, das klappert nicht mal. Ja? Also das ist wirklich wie ein Kondom, sitzt es da drin. Was ein Nachteil ist, aber das kann man, denke ich, kaum vermeiden, ist, wenn ihr das, schaut mal diese Stelle hier an, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, diese Stelle hier oben, ja? Schaut die mal an jetzt. Jetzt stecke ich es einmal rein und zieh es wieder raus. Und ihr seht, Abnutzung. Ja. Das lässt sich halt hier. Das lässt sich halt da hier oben, seht ihr es. Das lässt sich aber wahrscheinlich kaum vermeiden. Weil hier reibt ja G10 auf anderen Kunststoff und wahrscheinlich G10 auf G10. Das gibt natürlich einen Abrieb. Das ist kaum zu verhindern. Ja? Also das kann man nicht wirklich verhindern. Wenn ihr das nicht wollt, nehmt die Ledertasche oder halt, wie gesagt, es gibt auch einen tiefen, sehr zuverlässigen Clip für die Hosentasche. Ja? Also ich finde es cool. Man sollte
aber darum wissen, dass es halt, ja, einen Abrieb gibt. Das ist halt so. Weil halt zwei harte Materialien aufeinandertreffen, rein und rausgeschoben werden, das reibt halt. Da kann man jetzt nicht viel dagegen machen. Also Leute, nochmal, wie gesagt, schauen wir uns nochmal kurz im Detail an. Ihr seht auch hier diese Rillen, diese Vertiefungen hinten am Griffrücken, nenne ich es mal. Und hier vorne sind die auch nochmal. Die stören überhaupt nicht. Ja, also die stören wirklich gar nicht. Die sind ganz weich. Ja. Klar, es ist Stahl und es ist natürlich nicht weich, aber es ist eine weiche Angelegenheit. Und Jimping, habe ich schon gesagt, stört nicht. Und ich bin sehr pingelig mit meinem Jimping. Also wenn es mich nicht stört, dann stört es euch sehr wahrscheinlich auch nicht. Gehalten wird die Griffschale allerdings nur von diesen zwei Schräubchen hier, also hier oben und natürlich die Klingenschraube und hier oben. Was ich nicht ganz verstehe ist, warum ist hier so eine Kuhle drin? Das kann kein Fehler sein, weil es ist hier jetzt hier bei vier Schrauben so gemacht und bei dem schwarzen, mit der schwarzen Klinge ist es genauso. Das wirkt ein bisschen so, als wäre das einfach an der falschen Stelle gesenkt worden. Irgendwie. Das verstehe ich nicht so ganz. Also, so war es bestimmt nicht. Ich bin mir sicher, das gehört so. Aber habe ich halt mich sofort gewundert, warum das halt so gemacht wurde. Gut, der Liner-Lock sitzt auch richtig schön fest. Auch das Ding in Silber, keinerlei Spiel. Ihr könnt euch ja mal durchklicken durch den Baukasten. Es gibt wahnsinnig viele Varianten. Stonewash-Klinge, Silberklinge, schwarze Klinge, G10 grün, G10 schwarz, Holzgriffschale, orangene Griffschale und jede Kombination schwarz-orange stelle ich mir auch geil vor, könnt ihr euch durchklicken. Ja, ja. Und für einen Fuffi, ganz ehrlich, geiles Ding. Ganz, ganz klarer Daumen hoch von mir. Ich weiß, ich klinge wie ein Fanboy, aber ich mag das Odenwolf-Zeug. Ich finde, die machen einen absolut soliden Job für einen absolut fairen Preis. Ich kann hier nichts meckern. Es ist, weil selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, es gefällt mir nicht vom Look her, okay, dann ist es halt nicht dein Geschmack. Ich bin ja auch immer mehr so der klassisch und Holz und Opa-Style und so weiter. Aber das Ding macht einfach Spaß. Zum Stahl, ihr kennt mich, ich sag zum Stahl nichts, einfach weil es nichts bringt. Es ist D2-Stahl. Ich mag D2-Stahl. Viele mögen ihn nicht. Dann mögt ihr ihn halt nicht. Dann ist das Messer halt nichts für euch. Er ist auf jeden Fall rostfrei. Und ja, ob ihr den Stahl dann generell mögt oder nicht, das müsst ihr einfach selbst entscheiden. Ja, geiles, solides, rustikales Klappmesser mit viel Designmöglichkeiten und zweierlei Scheidenmöglichkeiten. Ich persönlich würde mir die taktische Scheide, die Kydex-Scheide noch mit dazu holen, einfach weil sie halt cool ist. Ob ich die da drin jetzt schwerpunktmäßig tragen würde, weiß ich nicht. Aber ja, ist ein cooles Feature. Also den Rabattcode nicht vergessen. Klickt auf den Link, holt euch das Ding, schaut es euch genauer an. Ist geil.